shit regardless. Yo Freunde, grüßt euch, ich bin's wieder, Peter von Kendama Europe. Heute zeige ich euch den Bird. Er sieht ungefähr so aus. Voraussetzung dafür ist erstmal der Spike, das heißt ganz normal hochziehen zum Spike. Und den werden wir heute mal angehen. Ich habe für diesen Trick mal das B1 ausgesucht, Record Kendama. Eignet sich sehr gut, weil es ist aus Buche. Ja, Buche wird nach der Zeit halt ein bisschen griffiger und eignet sich eigentlich sehr gut für Bird Tricks. Ähnlich wie beim Spike lassen wir die Kugel gerade nach unten hängen. Sehr wichtig, dass wirklich die Schnur komplett still ist. Dann stillhalten, in die Knie, hochziehen und drauf. Wirklich auch wieder wichtig, mit den Knien abzufedern und die Kugel beim Hochziehen so einen Millimeter, sage ich jetzt mal, nach vorne. Du willst also, dass die Kugel schon so ankommt, dass sie wirklich leicht schräg draufsteht. Das gleiche kann ich natürlich auch auf dem Small Cup machen. Ja, also ähnliche Haltung wie beim Big Cup Bird, leicht schräg angehalten. Ich gehe runter und hol mir die Kugel, diesmal leicht schräg nach da zeigen. Wenn ihr die beiden Tricks geübt habt, könnt ihr auch gerne die zwei Tricks kombinieren. Es gibt zum Beispiel den Bird Over the Valley. Heißt nichts anderes als einmal vom Big Bird auf den Small Bird rüber zu springen über den Spieß. Hierbei zu beachten ist, dass ich nach dem Big Bird die Kugel leicht hochhüpfen lasse, aber gucke, dass das Loch ungefähr in der gleichen Position bleibt, sodass ich hinten wieder drunter kann und wieder richtig schön mit meinen Knien arbeite. Ja, ist also, der Bird kommt eigentlich zu 80% nur aus den Knien. Ich hoffe, ihr habt jetzt demnächst den Bird drauf. Ich will ein paar Clips sehen von euch. Guckt euch gerne die anderen Tutorials an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare und bis demnächst.